das Rad und das Rennen. Kann man nicht. Es geht endlich wieder los, und zwar mit dem Rückrundenauftakt unserer Mannschaft am Samstag zu Hause gegen Werder Bremen. Es wird nicht nur das erste Pflichtspiel des neuen Jahres sein, sondern auch das 1000. Bundesligaspiel von Hannover 96. Insofern in jeder Hinsicht ein besonderes Spiel, über das wir jetzt sprechen, mit André Breitenreiter und mit Horst Held und mit eurem Frank. Ein gewisses Zögern, bis sich Dirk Tietenberg von der neuen Presse meldet mit der ersten Frage. Ein paar Tage nichts gesehen, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt nach einem Trainingslager irgendwie. André, kannst du uns nochmal sagen, wie diese Trainingswoche bisher verlaufen ist, wie der Fitnessstand auch bei Waldi ist und wer zur Verfügung steht fürs Bremen-Spiel? Ja, nachdem du ja im Trainingslager ganz, ganz dicht bei uns dran war, was auch nicht üblich ist, haben wir diese Woche dann zugemacht, um wirklich in Ruhe auch die letzte Trainingswoche genießen zu können und Dinge einstudieren zu können. Nochmal auf den kommenden Gegner, weil die Vorbereitungszeit auch nicht so lange war, haben wir jetzt vom Personal Ausfälle mit Niklas Füllkrug, mit Linton Meiner, Ilas Bebu, Takuma Asano, Josep Ellis wird auch heute nicht mit der Mannschaft trainieren können, Noah Sarin-Renbase und Genki Haraguchi, der bei der Nationalmannschaft weilt. Philippe nimmt seit 2 Tagen Antibiotikum, weil er erkältet ist. Auch da ist ein Einsatz fraglich. Wir haben im Training inhaltlich daran weitergearbeitet, was wir auch im Trainingslager angefangen haben, um Sicherheit in unsere Abläufe zu bekommen, um kompakt zu verteidigen, aber eben auch um Optionen fürs Offensivspiel einzustudieren. Da haben wir ordentlich trainiert, muss man wirklich sagen, und haben die Jungs einen guten Eindruck hinterlassen. Und unser Eindruck ist nach diesen ganzen Trainingstagen, Wochen, dass die Jungs außerhalb des Spielbetriebs und auch in den letzten Testspielen zur Sicherheit zurückfinden, dass wir gute Kombinationen spielen können und wünschen uns alle, dass wir das auch am Samstag ins Spiel vor vielen Zuschauern übertragen können. So, dann geht's weiter bei Jonas Schelm, kurz von der Hatz. Hier vorne. Auch eine Frage an André Breitenreiter. Du hast gesagt, die Jungs haben einen guten Eindruck hinterlassen. Welchen Eindruck haben denn die beiden Neuen, die schon da sind, hinterlassen? Ab Poguma und Müller ist ja ein bisschen angeschlagen gewesen, auch im Trainingslager. Und was sagst du denn zu eventuell Verpflichtung von Jonatas, dass er zurückkommt? Ja, Nikolai und auch Akpo haben sich unserer Meinung nach schon relativ schnell integriert in die Mannschaft. Sicherlich bedarf es gerade bei Neuzugängen auch in einer gewissen Eingewöhnungszeit, sich an die Abläufe auch zu gewöhnen und die Spielweise zu verinnerlichen. Aber ich finde schon, dass sie da deutliche Schritte nach vorn getan haben, in den Testspielen auch schon gezeigt haben, dass sie wertvoll für uns werden können. Ja, und entsprechend haben sie da einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, und über mögliche Neuzugänge äußere ich mich nicht. Lars Balke von der Bild-Zeitung. Frage ich doch mal den Manager, der sich möglicherweise über Neuzugänge äußern kann. Jonatas ist auf dem Weg nach Hannover. Kommt er heute noch? Kommt er morgen? Wann ist der Medizincheck? Wann unterschreibt er und wann spielt er das erste Mal? Herr Kind hat gesagt, dass er gegen Dortmund spielt, voraussichtlich. Das Ganze gilt es in der Tat dann nochmal abzuwarten. Der kommt heute an und dann werden wir ihn intensiv untersuchen. Dann gibt es ein intensives Gespräch und werden wir eine Entscheidung treffen. Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann könnte er rein theoretisch morgen mittrainieren, aber ist noch ein Fragezeichen trotzdem zu setzen. Aber auf jeden Fall kommt er an, hat einen kleinen Hinflug gehabt über Lissabon und Lissabon-Frankfurt, also Brasilien-Lissabon, Lissabon-Frankfurt, Frankfurt-Hannover und dann jagen wir ihn gleich mal zum Medizincheck. Das heißt, er ist schon da. Kommt jetzt am Nachmittag, ja. Gunnar Meggers mit einer Frage direkt dazu. Sonst der Kollege vom Kicker, Michael Richter, ihr einigt euch, wer schneller ist.
Was wissen Sie denn, Herr Held, über den Fitnesszustand von Jonatas? Deswegen machen wir ja einen Medizincheck, um das dann nochmal genauer zu untersuchen. Natürlich haben wir uns auch erkundigt. Wir hatten keinen direkten, aber über Ecken einen Austausch mit dem aktuellen Co-Trainer des Vereins, der hat ab 15, also die haben bis Ende November gespielt, ihren Spielbetrieb gehabt. Er hat ab 15. Dezember sich einen Privattrainer genommen. Ab 2. Januar circa sind sie wieder im Mannschaftstraining, also ähnlich wie in, auch in der Bundesliga. Und trotz alledem werden wir das heute dann versuchen, natürlich ein bisschen genauer zu untersuchen. Und das müssen wir allerdings dann auch abwarten noch. Vom Kicker zum Kicker, Michael Richter. André, auch nochmal zu Jonatas. Gibt es denn Informationen, wie er sich in dem halben Jahr jetzt, seit er von hier weg gewesen ist, in Brasilien präsentiert hat? Habt ihr da Möglichkeiten gehabt, über Video oder über Auskünfte Erfahrungen einzusammeln? Erstens. Zweitens, wären denn deine Empfehlungen, die du ja mehrere Male klar und deutlich ausgesprochen hast, wären die damit befolgt, wenn Jonatas, wie wir dann hoffen oder wie zu hoffen ist, einschlägt oder spielfähig ist, sagen wir mal. Und die dritte Frage geht nochmal zurück auf das, was du eben gesagt hast. Josep Elis, kannst du das noch konkretisieren, was mit ihm ist? Und wenn einer von denen ausfallen sollte, wäre dann Julian Klar ein Nachrücker für den Posten, der dann als zumindest alternativ in der Innenverteidigung zu besetzen wäre im Kader? Eine Option wäre er. Ist jetzt nicht im Mannschaftstraining in dieser Woche dabei gewesen, der Julian Klar. Wenn das sich jetzt heute Nachmittag im Training noch so zeigt, dann besteht die Option, dass wir ihn für morgen dazu holen. Ob er dann im Kader steht, hat natürlich was mit der Ausrichtung auch zu tun, wie wir eventuell agieren. Ob wir da die Notwendigkeit sehen, die Spielberechtigung hat er jedenfalls. Die zweite Frage, es ist meine Verantwortung als Trainer, das habe ich ja deutlich gemacht, dass ich Empfehlungen ausspreche. Der Verein entscheidet über Notwendigkeit und über Möglichkeiten, damit ist für mich alles gesagt. Und natürlich gibt es heutzutage viele Möglichkeiten, sich Informationen über Spieler einzuholen, ob es über das Video ist oder auch durch persönliche Gespräche bzw. Informationen. Ja, und da sind wir sicherlich auch mit Sicherheit nicht bis ins letzte Detail informiert, aber das eine oder andere haben wir schon mitbekommen, welche Probleme entstanden sind, vielleicht auch in Brasilien, welche Sachen gut gelaufen sind. Und entsprechend, ja, warten wir jetzt ab, ob alles gut über die Bühne geht und dann haben wir zumindest einen Spieler mehr. Josep, ja, hat Probleme, schon seit einigen Tagen, hatte auch beim letzten Spiel mit Problemen gespielt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall konnte der Mannschaftstraining nicht teilnehmen und deswegen hoffen wir, dass es heute der Fall ist. Vielleicht trainiert er auch erstmal noch individuell mit dem Athletiktrainer. Aber ich denke, das ist ein sehr großes Fragezeichen und nicht sehr wahrscheinlich, dass er im Kader stehen kann. Ja, das sind Dinge, ja, möchte ich jetzt nicht konkretisieren, wenn ich auch ehrlich gesagt bei der Liste von 25 Spielern hier jetzt nicht genau weiß. Ich glaube, es war das Knie, aber wir haben ja alle Beschwerden. So, dann geht's da vorne weiter. Helfen Sie uns kurz mit dem Namen, ich vermute von Sky. Nee, Steffen Fischer, okay. RTL Nord. Okay, nee, nehmen wir auch RTL Nord. Danke. Wie wichtig ist es, das erste Spiel jetzt anzugehen? Ist das schon ein Schicksalsspiel, gerade weil es auch ein Heimspiel ist? Und dann vielleicht noch eine Nachfrage. Nordduell, hat das eine besondere Brisanz? Ja, also nach diesem Spiel wird weder der Abstieg besiegelt sein, noch der Klassenerhalt gefeiert. Von daher ist es jedes Spiel für uns in der Rückserie wichtig, weil wir wenig Punkte haben. Ohne Wenn und Aber ist das der Fall, aber sicherlich ist es kein entscheidendes Spiel. Wir haben uns in der Vorbereitungszeit, ja, ich glaube, Schritt für Schritt weiterentwickelt, haben zu alter Sicherheit zurückgefunden, haben schon den Fokus auch auf das gelegt, was wir benötigen, um erfolgreich zu spielen. Und da gibt es eben auch eindeutige Statistiken, ich habe es ja schon noch mal gesagt. Wir haben in der Hinserie 7 Spiele spielerisch deutlich überlegen gestaltet, von denen wir nur 2 gewonnen haben. Da waren 4 Unentschieden bei und 1 haben wir verloren. Alle anderen Spiele, und es sind 9, wo wir spielerisch unterlegen waren, haben wir alle verloren. Also muss der Ansatz für uns auch da liegen, dass wir wieder Sicherheit in unseren spielerischen Momenten bekommen, ne, weil das unsere Mannschaft ausgezeichnet hat, auch in der Vergangenheit. Und entsprechend haben wir dort aber auch von Testspiel zu Testspiel an Sicherheit dazu gewonnen. Ich finde, Waregem war eine Halbzeit lang ein sehr gutes Spiel. Es war kein mieses Spiel, sondern es war erst eine Halbzeit lang ein sehr gutes Spiel, wo uns die Abschlussqualität gefehlt hat, wir keine Tore gemacht haben. So, und das haben wir im letzten Testspiel gegen Almelo noch mal besser gemacht, bei schwierigsten Platzbedingungen.
haben wir nicht nur gute Spielzüge gezeigt, die von unseren Fans mit viel Applaus auch begleitet wurden. Ne? Merkt man auch deutlich, dass sie total zu uns stehen und dass sie sich wünschen, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen und dass wir uns auf unsere Fans auch verlassen können. Das war im Trainingslager auch schon zu spüren, wo wir sehr dicht beisammen waren, wo wir sehr, sehr positive Gespräche hatten und da können wir uns der Unterstützung sicher sein. Und wir haben in diesem Testspiel gegen Almo die Tore gemacht, die man auch braucht, wenn man sich Chancen herausarbeitet. Und insgesamt, und das vermittelt eben auch der Eindruck aus dem Training, wirkt die Mannschaft dort wieder kreativer und auch mutiger. Aber wir wissen alle, und wenn wir an den Sommer zurückdenken, da waren die Testspiele vor Saisonstart auch sehr positiv überzeugend und hat uns leider das Glück gefehlt, auch ob in Bremen oder in den ersten Spielen, dann diese Spiele, wo wir auch spielerisch überlegen waren zu gewinnen, hoffen wir, dass wir das jetzt besser machen. Und da gehen wir positiv gestimmt rein, weil der Weg jetzt erstmal der richtige ist. Und dann sind sicherlich die Jungs am Samstag am Zuge oder wir alle am Zuge, es besser zu machen als in der Hinserie, dass wir im Idealfall sofort auch mit einem positiven Ergebnis starten. Nordduell ist immer ein brisantes Spiel. Klar, die Vergangenheit hat immer gezeigt, dass Spiele in Nordduellen gegen den HSV oder gegen Werder Bremen eine besondere Bedeutung haben, auch für unsere Fans. Ne? Kommen natürlich nicht ans Derby gegen unseren Nachbarn ran, aber es hat eine besondere Brisanz und es wird sicherlich eine tolle Kulisse sein im Stadion, eine tolle Atmosphäre, hoffentlich großartige Unterstützung für unsere Mannschaft, ja, sodass wir alle gemeinsam gut in die Rückserie starten und am besten mit 3 Punkten. So, dann freuen wir uns jetzt auf die erste Frage des Jahres 2019 von Stefan Hox von Radio 21. Wir machen danach weiter gleich bei Till Ulich von Radio Hannover. Ich tippe auf Doppelfrage. Bin gespannt, ob sich alle freuen. Aber tatsächlich, zweiteilige Frage. Ich habe ja eben rausgehört, zu Recht auch, dass Bremen mitunter auch so ein Spiel war, glaube ich, in der Hinrunde, was man auch hätte gewinnen können, wo am Ende dann 1-1 rumkam, was sicherlich in Ordnung war für den ersten Spieltag. Nimmt man das noch so ein bisschen mit jetzt in der Argumentation auch vorher oder ist das schon zu weit weg? Und zweiter Teil für mich auch relativ interessant bei der Personalnot gerade im Sturm. Ein Ansatz in der Vorbereitung auch gewesen, dass man die Torgefahr jetzt noch mehr auch auf alle Schultern verteilen muss, damit eben mehr Verteidiger-Tore fallen, möglicherweise auch mehr Tore aus dem Mittelfeld entstehen? Also bei uns darf jeder Tore schießen. Das ist keinem verboten. Und da sind natürlich in erster Linie die Stürmer gefragt, aber nicht ausschließlich die Stürmer. Wir können auch mehr Torgefahr aus dem zentralen Mittelfeld dazu bekommen, weil da schießen wir einfach zu wenig Tore. Dort können wir mehr Torgefahr ausstrahlen. Darüber hinaus ist aber jeder bemüht, auch das umzusetzen. Und Standardsituationen sind dann auch ein wichtiges Merkmal, gerade in solchen Situationen, in engen Spielen, die dann auch Spiele entscheiden können. Auch das können wir noch besser für uns nutzen, um erfolgreich zu sein. Da kann man nicht hingehen und sagen, so jetzt fehlen uns vielleicht die offensiven Alternativen und jetzt verteilen wir die Torgefahr auf alle Schultern. Das ergibt sich von selbst, wie mutig wir auch agieren. Jeder Einzelne, aber auch seine einzelnen Aufgaben mutig und offensiv auch umsetzt, weil wir immer offensiv ausgerichtet sind. Und ja, da bin ich eigentlich guten Mutes, weil die Jungs das, wie gesagt, im Training jetzt und auch im Testspiel überzeugend auch umgesetzt haben. Almelo, klar. Die waren ja nur deswegen so schlecht, wir waren ja deswegen nur so gut, weil die so schlecht waren. Das ist mir echt weit hergeholt. Das ist ja immer so, wenn wir gut spielen, dann waren die anderen schlecht. Nee, die waren so schlecht, weil wir so gut waren. Ne, das kann man nämlich genau andersrum sehen, weil wir echt klasse gespielt haben. Und wenn der Platz aufgrund der Witterungsverhältnisse natürlich arg gebeutelt etwas besser gewesen wäre, dann hätten wir den noch mehr eingeschenkt. So, und die spielen in Holland um internationalen Wettbewerb. Also es zeigt schon, dass wir dort in den Abläufen deutlich sicherer geworden sind. Und das wünschen wir uns für Bremen auch. Das ist aber trotzdem eine Mannschaft mit großer Qualität. Das 1-1 im Hinspiel war ein guter Auftakt. Im Nachgang kann man schon davon sprechen, dass wir da vielleicht 2 Punkte am liegen lassen. Ist mal ärgerlich, wenn man kurz vor Schluss den Ausgleich bekommt. Wir haben aber auch nicht vergessen, dass Pizarro auch die eine oder andere Chance dazu noch hatte, um auch schon eher den Ausgleich zu erzielen. Das war mal ein guter Auftakt. Und jetzt spielen wir zu Hause mit der Unterstützung unserer Fans und im Rücken und wollen das jetzt einfach auch besser machen als insbesondere in den letzten Spielen der Hinserie. Und dafür haben wir jetzt vieles getan, haben vieles in die Richtung beeinflusst, dass wir auch positiv auftreten können. Und jetzt drücken wir die Daumen am Samstag, dass wir es auch im Platz so umsetzen können. Till Ulich, Radio Hannover.
Ich habe eine Frage an beide. André, du hattest am Ende der Hinrunde ja auch sehr deutlich gesagt, dass die Mannschaft eben sich nicht immer als Team präsentiert hat und hattest auch von durchaus zwischenmenschlichen Problemen in der Kabine berichtet. Was habt ihr für ein Gefühl? Das Ding, was man wuppen muss, ist klar, geht nur als echtes Team. Hat die Mannschaft da menschlich Fortschritte gemacht? Ist das wieder, geht es in die Richtung, die man braucht? Ich finde, dass es schon in den letzten beiden Spielen, auch wenn die Spiele an sich, insbesondere das Düsseldorf-Spiel, nicht gut genug waren, war dort das für uns schon intern deutlich zu sehen, dass die Mannschaft auch auf dem Platz und in der Kabine deutlich anders wieder funktioniert hat. Dieser Eindruck hat sich bestätigt, auch durch die Neuzugänge. Und die Stimmung ist gut in der Mannschaft. Ja, klar, wissen wir alle um unsere Situation und wir wissen auch, dass wir viele Punkte holen müssen, aber dürfen auf keinen Fall verkrampfen. Wir haben eine gute Atmosphäre und ich spüre da auch wirklich große Motivation, gemeinsam hart zu arbeiten. Da gab es niemals Klagen für irgendetwas, weder zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Neujahr, noch wenn wir die ein oder andere Extraschicht im Trainingslager eingelegt haben. Da gab es kein Klagen, sondern große Motivation, das gemeinsam anzugehen. Und das ist ein deutlicher Fortschritt. Das ist aber auch die Basis, um erfolgreich zu arbeiten. Und ich finde, dass die Jungs das echt gut gemacht haben. Horst? Ich empfinde das genauso. Also da gibt es jetzt nicht viel hinzuzufügen. So, dann Stefan Ochs. Daran anknüpfend, wie groß ist denn die Drucksituation, wenn man vor Rückrundenstart weiß, dass man eigentlich wahrscheinlich 25 Punkte holen muss? Der Abstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz betrifft keine 25 Punkte, sondern 4. Und letztendlich ist das auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist einfach, das zu beeinflussen, was auch in unserer Macht steht. Und das ist einfach die tagtägliche Leistung auf dem Trainingsplatz und dann die Umsetzung auf dem Spielfeld. Und daran arbeiten wir. Und ich glaube, wir tun nicht gut daran, uns verrückt zu machen, um zu rechnen, wie viele Punkte wir benötigen. Das wissen nämlich alle heute noch nicht. Genauso wenig, wie wir wissen, in welchem tatsächlichen Zustand Jonathan ist. Also wissen wir nicht, wie viele Punkte am Ende notwendig sind. Also das ist mir zu weit hergeholt, sondern wir beeinflussen das, was wir jeden Tag in der Hand haben. Und das sind eben die Inhalte, die wir im Training steuern, beziehungsweise die Jungs wieder in eine Verfassung auch zu bekommen, dass sie das auch auf dem Platz umsetzen. Dann bleiben wir noch hinten in der Radioecke. Till Ulich. Till. Du hast gesagt, die intensive Vorbereitung auch jetzt auf den Gegner hat begonnen. Was erwartet euch konkret am Samstag? Worauf stellst du die Mannschaft ein? Ja, eine Mannschaft mit großer Qualität auf einzelnen Positionen, individuelle Klasse, auch durch teure Transfers im Sommer getätigt, hat sich bestätigt, dass das richtig war. Klaassen, ein toller Spieler, Nuri Schein nochmal nachgelegt. Also die Mannschaft besitzt schon über viel Erfahrung und über Qualität. Und sie spielt auch sehr variabel, ne? Gerade auch durch Max Kruse, der sich aus der Spitze vorne auch wie immer wieder ins Zentrum zurückfallen lässt, dort in allen Bereichen natürlich absoluter Zielspieler ist, wo sie im Offensivbereich insbesondere sehr viel rotieren. Ja, und darauf kann man nicht nach Schema F vorbereitet sein, sondern da müssen wir als Mannschaft eben gut darauf reagieren und die Räume schließen, ne? Sodass wir kompakt bleiben. Auch wenn wir mal in Unterzahl geraten, gerade im Mittelfeld, das wird passieren können. Aber darauf sind wir vorbereitet und darüber hinaus unser Spiel in der Offensive so zu gestalten, dass wir uns jetzt wie in den Testspielen Torschancen und sogar viele Torschancen erspielen und dann hoffentlich auch das nötige Glück und ja auch die Abschlusssicherheit haben, um dann auch Tore zu erzielen. Und wir wissen alle, wenn wir dann auch mal in Führung gehen, das hat jetzt auch zum Beispiel das Testspiel wieder gezeigt, dann läuft es noch mal leichter. Und das ist mit der Unterstützung der Zuschauer im Rücken natürlich ein ganz wichtiger Impuls. Und da sage ich uns allen auch, glaube ich, nichts Neues, wenn das natürlich auch unheimlich wichtig wäre, um noch weiter auch Selbstvertrauen zu bekommen. Dann gehen wir über Jonas Stemkos zu Kevin Schwank. André, du hast gesagt, ihr müsst das beeinflussen, was ihr beeinflussen könnt und eben durch gutes Training unter der Woche. Im letzten Jahr oder in der Hinrunde war oft die Rede davon, das Training in der Woche war gut. Die Jungs haben sich richtig gut präsentiert und du kriegst es am Wochenende nicht auf den Platz. Was hat die Analyse ergeben? Woran hat es tatsächlich gehapert? Ja, das gilt ja nicht für die gesamte Hinserie. Wenn ich
davon spreche, dass wir viele Dinge nicht gut nachher umgesetzt haben oder dass ja auch für uns alle der Eindruck war, dann hatte das eben auch mit enormem Verletzungspech zu tun. Das muss man klar sagen, dass unser Kader in der Breite dann nicht ausreichend aufgestellt war. Deswegen ja auch die Empfehlung, Leistungsträger wie Niklas Füllkrug über mehrere Wochen, Ilas Bebou sind dann für uns eben einfach auch schwer zu ersetzen. Aber das wussten wir von Beginn an und entsprechend haben wir dort auch nicht die oder haben wir die Ruhe auch behalten. Trotzdem führt das natürlich nicht dazu, wenn man Spiel für Spiel auch verliert oder zumindest nicht gewinnt, dass das Selbstvertrauen steigt. Und dann ist man auch nicht sicher in seiner Handlungsweise. Und das hat dann eben schon gezeigt, dass wir auch ein Stück weit unser Spiel umgestellt haben, was nicht gefruchtet hat. Klar, wir haben versucht, etwas einfacher zu spielen. Aber es hat deutlich gezeigt, dass unsere Mannschaft die spielerischen Aspekte auch in Drucksituationen weiter umsetzen muss, weil das unsere Art ist, die zum Erfolg geführt hat. Und wenn ich vorhin von den Auswertungen spreche, dann belegt das das umso mehr, dass das auch der Ansatz ist. Was nicht heißt, dass wir fighten müssen bis zum Letzten, dass wir mehr Zweikämpfe gewinnen müssen. Ja, und dass wir auch durch Körpersprache und Gestik, Mimik jedem und insbesondere unserem Gegner zeigen, dass gegen uns nicht zu holen ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber wir müssen unsere Abläufe spielen, wir müssen uns zutrauen, den Ball zu fordern. Wir müssen durch Tempo-Dribblings, auch wenn wir mal hängen bleiben, immer wieder versuchen, ins letzte Drittel zu gelangen, in die Box rein zum Abschluss, weil das eben auch wichtig ist, um auch Tore zu erzielen. Kevin Schwank von der Bild-Zeitung. Noch eine Frage an den Trainer. Wie hat denn Kevin Wimmer die Vorbereitung genutzt, um sich zu empfehlen? Der hat ja in der Hinrunde nicht jedes Spiel gemacht. Und könnte er jetzt seine Chance nutzen, vielleicht da Philippe und Elas vielleicht ausfallen? Ja, Kevin hat sich wie alle anderen in der Vorbereitungszeit jetzt ordentlich präsentiert. Ich finde, dass er auch zur Sicherheit zurückgefunden hat und sicherlich eine Option auch für das Spiel ist. So, ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber jetzt ist der Finger hochgegangen bei Tabea Kunze. Tabea Kunze vom NDR. Ich habe eine Frage an Horst Held. Und zwar, wenn sozusagen diese Jonatas-Rückholaktion heute klappen sollte oder in den nächsten Tagen, bedeutet das für Sie dann, dass Sie trotzdem weiter nach Verstärkungen für diesen Winter suchen? Oder wäre dann sozusagen die ganz aktuelle Arbeit für Sie erstmal abgeschlossen? Grundsätzlich, glaube ich, hat der Präsident heute ja schon Stellung dazu genommen in den Zeitungen. Aber solange das Transferfenster geöffnet ist und ich leider auch nicht in die Glaskugel schauen kann, was noch so alles passiert, denke ich, ist es wichtig, immer da zu versuchen, am Ball zu bleiben und verschiedene Sachen auch durchzuspielen. Und deswegen ist es nach wie vor geöffnet bis zum 31. Januar. Und es geht ja nicht immer nur um Zugänge, es geht eventuell manchmal auch um Abgänge und deswegen, die Arbeit ist noch nicht erledigt und wenn irgendwas passiert, muss man halt auch vorbereitet sein, also das ist nicht so, dass das jetzt dann damit abgeschlossen ist, aber der Präsident hat auch gesagt, dass er jetzt erstmal keine weiteren Neuverpflichtungen sieht und daran haben wir uns zu halten. Weitere Fragen, Dirk Dietenberg. Mal eine Nachfrage, weil am Anfang hatten Sie gesagt, Herr Held, dass nachdem Martin Kind sagte, eventuell spielt Jonatas schon gegen Dortmund, jetzt mal ganz theoretisch gefragt, das verstehe ich auch richtig, dass er jetzt auch für Samstag auf gar keinen Fall eine Option ist, oder ist das tatsächlich eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen muss? Ich glaube, ja, entscheidend, wer spielt nicht, das trifft ganz allein André Breitenreiter und kein anderer. Weder ich noch sonst irgendjemand. Von daher loten wir erstmal die Option heute aus. Wir machen einen Schritt nach dem anderen und dann entscheidet der Trainer und das Trainerteam, welcher Spieler im Kader ist und wer aufgestellt wird. Das ist die Reihenfolge, der wird sich auch nichts ändern. Ja, das ist eigentlich das, was es dazu zu sagen gibt. Und ob der dann in einer Woche fit ist oder vielleicht morgen schon trainieren kann und der Trainer dann entscheidet, was auch immer, das ist Trainerentscheidung. Und das war der Hinweis. Schaltet uns keiner. Kevin Schwank. Vielleicht noch eine Frage auch zu Jonatas. Es gibt Erkenntnisse, er hat nicht jedes Spiel in Brasilien gemacht. Welche Erkenntnisse waren das? Woran lag es, dass es da auch nicht so richtig funktioniert hat? Wie gesagt, wir haben über Ecken uns mit dem aktuellen Co-Trainer ausgetauscht und der hat uns die ein oder andere Information gegeben. Da möchte ich aber wirklich auch jetzt nichts zu öffentlich sagen, weil der noch da unter Vertrag ist und von daher könnte das eventuell
zu Problemen führen. Das möchte ich nicht. So, gibt es noch Fragen? Jochen Zwingmann. Die Schiedsrichter sind ja in Portugal mit den umstrittenen Szenen der Vorrunde konfrontiert worden. Und wir Sportjournalisten hatten am Dienstag die Gelegenheit, diese Szenen selbst zu diskutieren. Und mir fiel dabei auf, dass Hannover 96 dabei mit sehr vielen Szenen und zum Teil auch umstritten gezeigt wurden. Es ging da auch vor allen Dingen um das Handspiel von einigen Spielern. Kann man sowas im Training oder im Trainingslager, konnte man das abstellen? Macht man die Spieler da besonders jetzt für die Rückrunde darauf aufmerksam? Oder wie handhabt das Hannover 96 in Zukunft auch überhaupt mit dem Videobeweis, wo ich ja weiß, dass Horst Held ein besonderer Freund davon ist? Erstmal bin ich freigesprochen worden, ja, in der DFB-Gerichtssportbarkeit selten. Das ist eigentlich die Meldung des Tages. Bin aber verwarnt worden, ich darf nichts mehr sagen. Also nicht wundern, wenn ich nach dem Spiel nicht mehr in die Mixzone komme. Das Zweite, jeder bereitet sich auf eine Rückrunde vor, jeder Spieler, jeder Verein, alle und auch die Schiedsrichter. Ich glaube, dass sie grundsätzlich immer versuchen, das Bestmögliche zu geben, wie die Spieler halt auch. Das ist meine völlige Überzeugung. Ich glaube nach wie vor, das Problem, das wird sich auch in der Rückrunde wieder darstellen, dass es halt keine klare Regelung gibt. Das ist ja nicht der Vorwurf an die einzelnen Menschen oder die Leute, die das machen, sondern die Regelauslegung ist das Komplizierte an der Sache halt. Ja, dass es keine Orientierung gibt, auch nicht für die Schiedsrichter. Haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und es wäre halt einfach wichtig. Ich glaube trotzdem, dass sie sich vorbereitet haben und wie wir halt auch versuchen, halt natürlich aus dem Vergangenen zu lernen, haben die das auch gemacht. Und es wäre wünschenswert für alle Beteiligte, wenn weniger Aufgeregtheit in der Rückrunde jetzt stattfinden wird. Das wäre uns allen zu wünschen, dass wir tatsächlich mehr über Fußball reden, als wie irgendwelche Entscheidungen. Das wäre schön. Ja, kann man die Spieler denn auf einstellen? Ich glaube, nicht wirklich. Nee. Aber klar, es gibt Situationen, wo man dann anhand des Videobeweises dann schon nochmal darauf aufmerksam machen sollte, okay, jetzt muss man dann auch mal nachhaltig mit dem Schiedsrichter reden. Also gibt es dann schon so Situationen, sagen, ja, jetzt überprüft das mal oder prüft das nicht. Das geht natürlich schon auf dem Platz. Wir an der Seitenlinie können das mit dem vierten Offiziellen machen. Also das sind dann natürlich schon die Hinweise. Aber der Prozessablauf innerhalb des Schiedsrichterteams, der bleibt den Schiedsrichtern vorbehalten und deswegen kann dann ein Spieler halt auf dem Platz auch nur bedingt was machen. Und was das Handspiel an sich angeht oder die Situation, am besten sollten sie mit dem Fuß Fußball spielen. Zwei Wortmeldungen habe ich noch. Lars Beike ist die erste. Eine ganz einfache Frage. Gibt es jetzt schon eine Entscheidung, wer die Nummer zwei ist? Weil das war ja noch offen bei euch im Kader, nachdem der Philipp Zauner ja den Verein verlassen hat. Die gibt es noch nicht. Aber die wird morgen fallen, ja. Till Ulich macht wahrscheinlich den Abschluss. André, ich habe eine persönliche Frage noch. Fußball ist ja eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Wenn es läuft, wird so gut wie nichts hinterfragt, zumindest von außen. Wenn es nicht läuft, alles. Wie geht es dir eigentlich persönlich im Moment in der Gesamtgemengelage? Also mir geht's echt gut, ja. Kann ich wirklich sagen, auch wenn der ein oder andere mich wahrscheinlich besser kennt und Sachen reininterpretiert, die nicht da sind. Es gibt natürlich schöne Momente, wenn man permanent gewinnt und wenn man viele Punkte einfährt, dann geht es einem natürlich grundsätzlich besser, weil die Stimmung von allen Seiten drumherum positiver ist, im Erfolgsfall. Aber ich kann das schon sehr gut trennen. Ja, bin halt einfach sehr konzentriert, sehr fokussiert auf gewisse Dinge. Ich möchte bei allem, wie es bisher jetzt in dieser Hinserie schlecht gelaufen ist, und das zeigen zum Beispiel auch viele Informationen oder Feedbacks von Freunden, von Bekannten. Ich meine, ich bin Hannoveraner und 2 Jahre lang haben alle mit uns gefeiert und mit uns gejubelt und wirklich tolle Momente genossen. Und jetzt haben wir eine schwierige Phase und ich erhalte unheimlich viel Zuspruch, was natürlich immer gut tut. Sicherlich natürlich in erster Linie von Freunden und Bekannten, aber auch von den Fans, wie gesagt, aus dem Trainingslager
oder auch drumherum, alle sind voll bei uns und privat geht es mir einfach gut, weil ich natürlich das Privileg auch genieße, in Hannover zu sein, dicht bei der Familie, auch immer natürlich eine kurze Anbindung habe, dort viel Zeit auch mit der Familie verbringen zu können. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich mit aller Macht möchte, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen. Und da versuche ich, Ruhe auszustrahlen, auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist, weil ich nicht alles gerecht finde. Das ist so. Ich finde es nicht alles gerecht. Ich finde auch, dass teilweise Unwahrheiten verbreitet werden. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und das nicht mehr so an mich heranzulassen, wie es vielleicht in der Vergangenheit mal der Fall war. Und von daher ist es natürlich auch mein größter Wunsch, dass wir alle gemeinsam mit der Mannschaft, mit Management und Verein, dass wir wieder zurückkommen in die Erfolgsspur, damit wir natürlich auch Siege gemeinsam feiern können. Tabea Kunze vom NDR. Kurze Nachfrage, wie viele Karten sind verkauft für das Spiel am Samstag? Du nimmst mir mal ein Schlussplädoyer. Wir rechnen mit 45.000 Zuschauern bei uns. Und Michael Richter hat noch eine Frage. Crashte das jetzt so ein bisschen. Ich wollte auch noch mal eine persönliche Frage loswerden. Und zwar, André, gab es in dieser Woche eine Meldung aus Paderborn, die ich vermute mal, die dich nicht ganz unberührt gelassen hat, vom Tod von Wilfried Finke, dem großen Förderer des SC Paderborn 07. Kannst du sagen, wie du damit umgegangen bist und was dieser Mensch für eine Rolle in deinem Leben bzw. in deiner Trainerkarriere gespielt hat? Ja, also es, mit Volkan Bulut, Asif Saric, Tobias Stock und meiner Person sind wir vier Trainer, die ja sicherlich in den zwei Jahren in Paderborn mitentscheidend auch geprägt haben. Wilfried Finke, also den Tod von Wilfried Finke haben wir wirklich mit großer Bestürzung erfahren und wahrgenommen. Er ist wirklich eine großartige Persönlichkeit gewesen, der nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer war, sondern den Fußball auch gelebt hat. Er war unheimlich fachkompetent. Sein Austausch inhaltlich über Fußball zu sprechen, hat mich immer begeistert, weil er auch sich die Spiele sehr genau angeschaut hat und im Detail auch Bescheid wusste. Nicht nur der SC Paderborn, sondern auch die ganze Region und die Stadt Paderborn hat diesen Menschen unheimlich viel zu verdanken. Und ja, diese zwei Jahre waren sicherlich auch für mich persönlich ja, unheimlich wertvoll, erfolgreich arbeiten zu können, in die Bundesliga aufzusteigen. Diese Möglichkeit hat mir der SC Paderborn und insbesondere Wilfried Finke nach unseren Gesprächen gegeben. Und dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Und wie gesagt, diese Nachricht hat uns wirklich sehr traurig gemacht. Ja, der Übergang ist gar nicht so leicht. Kevin Schwank mit der wahrscheinlich letzten Frage. Ja, ich muss nochmal auf eine sportliche Frage zurückkommen. Jetzt startet morgen die Bundesliga. Vielleicht können Sie beide mal eine Einschätzung geben. Wer wird denn am Ende Meister? Wird es ein spannender Kampf bis zum letzten Spieltag oder wird im April der Meister schon frühzeitig feststehen? Also was die Oberhälfte angeht, denke ich, wird es keine großartigen Veränderungen geben. Unten schon, aber oben werden die vielleicht so reinlaufen. Davon bin ich zumindest überzeugt. Also Dortmund-Meister. Die sind momentan Erster, glaube ich, ja. So, dann warten noch jemand auf meine Antwort. Ja, ich glaube. Ja. Also das, was für den Kampf um den Klassenerhalt geht, gilt ja für die Meisterschaft auch. Es sind noch sehr viele Spiele zu spielen und es kann noch sehr viel passieren. Und natürlich ist es dann auch von Momenten, von Phasen abhängig. Ne? Düsseldorf hat es vor dem Winter gezeigt, in einer Woche 9 Punkte eingeholt. Warum soll uns das nicht auch gelingen? Ja, warum soll es nicht Dortmund mal passieren, dass sie über eine gewisse Phase vom Verletzungspech verschont sind oder gebeutelt sind und dann auf einmal die Bayern wieder rankommen? Ist alles möglich, die beiden Top-Mannschaften stehen vorne und letztendlich ist es nachher am Ende eine Frage der Konstanz über die Rückserie und dann wird sich der Beste durchsetzen. So, ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch. Vielen Dank fürs Interesse. Wir sehen uns am Samstag mit 45.000 freudig erwartende Zuschauern. Danke. Tschüss. Ciao.